Herzlich willkommen zu diesem Video zu Bildern im Geschichtsunterricht und hier geht es ja um das Thema Bildtypen und da insbesondere um Rekonstruktionszeichnungen. Eine spezielle Form eines Bildes ist sicherlich, wenn man eine Skizze anfertigt, um etwas erklären zu können. Und hier haben wir in der Mitte mal eine minoische Wandmalerei. Also wir sind hier im Kreta des Altertums, in der Zeit so ums Jahr 2000 vor Christus herum. Und da wird der sogenannte Stiersprung dann dargestellt. Und in dieser Abbildung hier auf der linken Seite von Arthur Evans soll dieser Stiersprung dann dargestellt werden. Das heißt, der Stier nähert sich dann dem Menschen. Der Mensch fasst die Hörner an und schwingt sich über die Hörner hinweg dann, über den Stier hinweg dann hinten. Und da wird daran erinnert, was eben diese Abbildung hier vielleicht darstellen könnte. Was das Thema hier ist, das in dem Fall ist ja dann der Stiersprung im Kreta des Altertums und aufgefordert wird, insofern zu verstehen, was hier dargestellt wird, und Auftraggeber und Künstler wollen hier etwas erklären. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.